Der ein oder andere von euch hat es bereits mitbekommen. Am 1. Oktober 2015 erscheint LEGO Dimensions. Wir haben über Kajan.de eine Einladung erhalten, das Spiel exklusiv zu testen. Vielen Dank an Warner Bros. Für die Einladung an dieser Stelle nochmal. Ja, was gibt's groß zu sagen? Wir haben eine ganze Menge Fragen mitgenommen. Wir haben eine ganze Menge Antworten erhalten, ein wenig gedreht. Wir schneiden euch jetzt hier mit dem Video mal ein bisschen was zusammen. Ich versuche es im Nachhinein noch ein wenig zu kommentieren, ein wenig zu erklären. Unser erstes Fazit: ein komplett neues Spielerlebnis im Bereich der Portalspieler, da hier aktiv das Toypad, also eben ja, was bei den Skylanders das Portal ist, was bei Infinity die Base ist. Es wird ins Spiel mit einbezogen, ist zur Quest und zur Aufgabenlösung erforderlich, hat eine Menge Spaß gemacht. Mir hat's eigentlich den Kopf ein wenig zerbrochen, bis zum Zeitpunkt, als ich dann eben den Dreh raus hatte, wo ich dann wirklich physikalisch, sprich, wo ich einfach die Figuren mal umsetzen musste, so dass es gesessen hat. Also, bis der Gedankengang vollzogen war, war es knackig gewesen. Danach ging es eigentlich. Man muss sich einfach mal ein wenig dran gewöhnen. Wir springen jetzt hier in den Bereich von Doctor Who. Wir haben uns dazu entschieden, die Szene explizit mal ein wenig genauer zu zeigen, weil hier die Interaktion mit dem Toypad richtig gut umgesetzt war, unserer Meinung nach. Vielleicht, solange der Vorspann läuft, die ein oder andere Bemerkung für die Sammler unter uns. Grundsätzlich ist es nicht angedacht, zumindest bis Mai 2016, dass seltene Editionen oder limitierte Editionen auf dem Markt erscheinen. Alle Märkte sollen auch gleichmäßig bedient werden, so dass keine künstliche Knappheit im ersten Moment entsteht. Klar, Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Wer allerdings direkt von Anfang an dabei ist, kann sich ohne weiteres das komplette Programm sichern. Was uns begeistert hat, ist, dass mit dem Starterpaket direkt drei offene Welten verfügbar sind. Klar, Batman, Gandalf, Wildstyle, jede einzelne Figur bringt bereits die Eintrittskarte zu eben dieser Welt mit. Insgesamt sind 14 Welten verfügbar, die durch die Level Packs oder die Fun Packs entsprechend geöffnet werden. Mit den Fun Packs habt ihr bereits den Zugriff auf die offene Welt, könnt also dort rumrennen, ein paar Kleinigkeiten erledigen. Mit den Level Packs kommt eine komplette Storyline hinzu. Da gibt's Quests, da gibt's Aufgaben, da gibt's also eine ganze Menge anzupacken. Mit von der Partie in dem Fall, oder um vielleicht nur einige zu nennen, zurück in die Zukunft, die Ghostbusters, Herr der Ringe, die Simpsons, der Zauberer von Oz. Ich freue mich persönlich auf Peter Venkman, auf den Slimer, auf DC Comics mit Superman, Aquaman, Wonder Woman, das ganze Paket. Hier trifft unserer Meinung nach Kult auf Sammelsucht, auf Bastelsucht mit Lego. Kommen wir in dem Fall aber jetzt mal zurück zum Video. Ich habe noch einen kleinen Teil rausgeschnitten. Wir kommen jetzt auch gleich zur ersten Aufgabe, zur ersten Interaktion quasi mit diesem Toypad. Ja, Aufgabenstellung war hier gewesen: wir mussten Feuer, Wasser, Elektrizität nutzen. Ihr könnt das auf dem Toypad jetzt gerade erkennen: links rot Feuer, rechts blau Wasser, türkis hinten Elektrizität. Ich musste mit den einzelnen Figuren mir einfach eben diese Fähigkeit ereignen oder heranholen, um eben halt bestimmte Aufgaben zu lösen. Ja, Batman jetzt gerade frisch eingefroren. Ich hoffe, ihr könnt es recht gut erkennen. Das Video ist dann doch recht klein. Ich habe mir dann Gandalf in dem Fall rangenommen, habe ihm die Feuereigenschaft verpasst. Seht ihr dann jetzt gleich hoffentlich irgendwann. Ja. Bisschen unscharf. So, neu draufgestellt und ja, da hat er die Feueraura, kann also ohne weiteres in den Bereich um das Eis oder in die Nähe des Eises laufen, um es zu schmelzen. Gedanklich, wie gesagt, ich musste diesen Sprung erstmal hinkriegen, dieser Gedankensprung, dass eben halt wirklich die Figuren und das Toypad mit einbezogen werden müssen. Den ersten Teil der Aufgabe habe ich dann auch gleich schon gelöst. Ziel war es hier eben, diese Eisflächen aufzutauen
um dann gleich eine Kabelverbindung wieder zusammenzufrickeln. Seht ihr da gerade, Gandalf kann da oder hat da eben die Möglichkeit, eben diese Kabelverbindung wieder zusammenzufügen, sodass dann mit der weiteren oder mit den weiteren Aufgaben eben die Aufgabe komplett gelöst werden kann. So, schauen wir uns das mal an. Ja, Kabelverbindung steht eigentlich. Jetzt geht's weiter. Ich schnapp mir jetzt gleich Batman und hole mir mit Batman über das Toypad die Wasserfähigkeit oder die Wassereigenschaft, nachdem ich hier dieses, ja, Portal oder Terminal, was das war, eben abgerissen habe. Da brennt's. So, jetzt könnt ihr sehen, dass ich Batman gleich anhebe. Zack, Batman wieder drauf aufs Toypad und ich habe diesen Wasserschild, kann also da ins Feuer reinlaufen und lösche es damit, womit der zweite Teil der Aufgabe erledigt wäre. Jetzt geht es gleich weiter. Das, was mir jetzt noch fehlt, ist die Elektrizität. Hole ich mir jetzt gleich ran. Ich setze Batman gleich um. So, da nehme ich Wildstyle runter, Batman auf das Elektrizitätsfeld. So, dümpel dann noch ein wenig gleich durch die Gegend. Fand ich ganz witzig. Die Anzeige war riesig groß. Ich laufe natürlich prompt dran vorbei. Da war die Szene gewesen. Stehe am falschen Portal, muss wieder zurück. So, da wird's aufgeladen. Und wenn es gleich voll ist, geht die Tür auf. Der Gegner kommt raus. Ich hau ihm ein bisschen was auf den Kopf. Und dann geht's weiter in den nächsten Gang. Ja, während wir ihn jetzt hauen, können wir eigentlich letzten Endes schon zum Fazit kommen. Wir waren oder wir sind total begeistert von dem Spiel, können von unserer Seite definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Der Kult wird versorgt, die Sammelleidenschaft wird versorgt. Wir fliegen jetzt gleich noch eine Runde hier mit dem TARDIS rum, mal davon ab. Für den Bastelspaß ist ein wenig gesorgt. Ihr könnt die Autos in oder die Fahrzeuge in drei verschiedene Variationen umbauen. Okay. Das Starterpaket ist mit 100 Euro eine Hausnummer, klar, aber es kommt Spaß ins Haus. Ihr habt die Möglichkeit zu basteln, habt schon mit Beginn ein recht großes Spiel. Ihr könnt es auch direkt zu zweit spielen, ist jetzt in diesem Video nicht drüber gekommen, konnten wir aber auf der Gamescom ohne weiteres umsetzen. Der Koop-Modus funktioniert also. Ein Online-Modus ist im Moment noch nicht vorgesehen. Wir hoffen, dass es irgendwann vielleicht noch implementiert wird durch ein Patch oder mit eventuell einer folgenden Version. Wir sind auf jeden Fall pünktlich zum 1. Oktober dabei. Sobald wir das Spiel haben, kommen die ersten Let's Play-Videos. Wir sind mit kajani.de voll dabei. Alle Pakete sind bereits online, können direkt in die Wunschliste gepackt werden. Ab dem 1. Oktober, sobald ihr die ersten Pakete habt, könnt ihr auch direkt schon die Sammlung verwalten. Ja, was gibt's noch zu sagen? Vielen Dank an Warner Brothers für die Einladung. Wir kommen jederzeit wieder nach Hamburg. Wir testen jederzeit das nächste Game an. Wir warten auf eure Einladung. Es war richtig toll bei euch. Danke an der Stelle. Schaut demnächst mal wieder in unseren Channel rein. Wir kommen jetzt regelmäßig bzw. häufiger mit Tests. Ansonsten, wir sehen und hören uns bis demnächst. Tschüss.